der Camper Tobi ist bei Mika Caravan in Dinkelsbühl und wir haben uns ein schönes Fleckchen Erde in der Umgebung ausgesucht, wie ihr gerade gemerkt habt, und sind hier mit einem der neuen La Marca unterwegs. Und das ist natürlich perfekt. Da drin sitzen sie, die beiden. Ihr kennt sie hoffentlich schon aus dem ersten Video. Und ist das nicht herrlich hier? Wir haben zwar jetzt keinen blauen Himmel, aber ich glaube, das stört hier keinen. Das sind super schöne Aufnahmen mit einem tollen Auto. Ich kann mich gut erinnern an die Free in München 2020. Es war Februar, da kommen die beiden Herrschaften. Hallo, das Ehepaar Scheuermann. Hallo. Servus. Hallo, servus. Grüß dich. Ich habe schon eingeleitet, ich habe gesagt, wir haben ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Und nachdem wir uns im Laden unterhalten haben über euren tollen Laden und euren tollen Service, wollen wir uns jetzt doch nochmal so ein La Marca näher anschauen. Ein Mietfahrzeug, das jetzt gerade zurückgekommen ist. Du kannst es schon so gut. Danke. Perfekt. Mach ich. Ja, jetzt bin ich aus der Nummer, jetzt seid ihr gefordert. Ihr habt das Mikro, mich hört man eh nicht mehr. Hört man dich jetzt gar nicht mehr? Nein, ich schrei laut genug. Tonprobleme kennt man ja bei mir, von dem her herrlich und perfekt, das passt doch. Ja, wir haben jetzt hier unseren La Marca aus der Vermietung, den wir auch natürlich als Neufahrzeug haben. Insgesamt haben wir zwei La Marcas momentan in der Vermietung. Einmal den La Marca 74 und einmal den La Marca 69. Komm an dir vorbei, du darfst ruhig weitersprechen. Es ist nur noch der La Marca im Vordergrund. Und beide werden sehr gut angenommen von den Kunden, weil sie innen drin sehr optisch sehr ansprechend sind, sehr schön sind. Aufbau ist ein Fiat Ducato. Der hier hat jetzt einen 160 PS Motor, der andere La Marca hat einen Motor mit 140 PS und sind einfach schicke Fahrzeuge. Für alle, die es nicht wissen, Power, ich habe schon oft genug gesagt, steht seit dem Modelljahr 2020 auch bei der 160 PS Maschine jetzt schon drauf. Genau. Für nur die 180er. Nicht, dass sich irgendjemand hier täuschen lässt. Da muss ich immer aufpassen. Ja, definitiv. Auch schon das Logo vorne drin, guckst du? Jawohl. Ihr seid mit einer der ersten, die jetzt beliefert wurden mit Mietfahrzeugen und Verkaufsfahrzeugen von La Marca aus Landsberg. Schönen Gruß dorthin. Richtig, stimmt. Da waren wir einer mit der ersten in dem Mietfahrzeugbereich, wo wir zwei Stück gekriegt haben. Wir haben jetzt aber auch, glaube ich, noch einmal einen bestellt. Da kriegen wir noch einmal einen. Weil ich finde die La Marcas einfach phänomenal, auch in der Vermietung. Funktionieren einfach sehr gut. Haben sich Mühe gegeben. Haben sich Mühe gegeben. Leistungsverhältnis. Ja. Also gratuliere. Da hat man den Mitbewerbern schon ein bisschen Angst eingejagt. Alle haben gesagt, oh, was kommt denn da auf uns zu? Ich weiß, es macht gut. Als ich mit La Marca gesprochen habe, das war das erste Mal auf der CMT und auf der Free haben wir dann die ersten Modelle mal angekündigt bzw. gezeigt. Ja, kennt ihr das Video? Ihr genau. Wart auch so lieb und habt es auf der Homepage gelinkt. Genau. Das war eine Bombe, das Video, muss ich ganz ehrlich sagen. Also war ein super schönes Video. Gut, darüber kann man immer streiten bei meinen Videos, aber viele Menschen haben gesehen. Wir finden all deine Videos gut. Sonst heißt es wieder hier, hey, da hat er wahrscheinlich wieder hier das Geld aus der Hosentasche genommen. Kein Cent. So. Ich nehme das Ganze nochmal vom Heck her auf und komme gleich zu euch. Sehr gern. Da hört man mich wieder. Bis gleich. Mietfahrzeug Mika Caravan. Da steht es natürlich das Kennzeichen, so wie es für einen ordentlichen Vermieter gehört, auch mit MK. Na, aber selbstverständlich. So soll das sein. Und das sind die beiden Lieben hier. Und rein geht's. So, bitteschön. Ich nehme immer die Frechheit, weil ich ja die meisten Zuschauer am Arm habe, die dürfen zuerst gucken. Okay. Ja. Aber selbstverständlich. Das ist natürlich der First Step. Hier mit blauer Einstiegsbeleuchtung. Jawohl. Stolpern wir auch nachts nicht drüber. Schön gemacht. Ja, auch so, die LED-Umrandungen finde ich sehr designerisch, sehr ansprechend. Also schaut toll aus. Auch die Bezüge, sehr elegant. Jung und frisch, haben wir gesagt. Jung und frisch, genau. Ja. Kann man auch schön pflegen, dieses Textilleder. Absolut, absolut. Also auch der Kunde hat uns das bestätigt. Man kann alle Flecken ohne Probleme gut wegwischen. Also das ist sehr, sehr pflegeleicht. Man muss keine Angst haben vor der hellen Farbe. War auch nicht das erste Mal unterwegs jetzt, oder? Nein, war nicht das erste Mal unterwegs. Ist schon ein paar Mal unterwegs gewesen. Ich hoffe, ich trage nicht zu viel Schmutz rein, weil das haben wir jetzt einfach gesagt, wir machen überhaupt das kein Problem. Wir sind am Feldweg. Ihr dürft auch gerne ins Bild, weil ihr seid ja wenigstens filmogen. Dann machen wir einfach wieder sauber, wenn ein bisschen Schmutz drin ist. Das ist oder überhaupt so. Kein Thema. Na, ich bin ja raus aus der Nummer mit filmogen, darum verstecke ich mich immer hinter der Kamera. Das macht ganz praktisch. Sitze kann man natürlich drehen. Ja, selbstverständlich. Ist klar, würdest du. Genau, ich wollte gerade sagen, weil ich bin ein fauler Hund. Zeig uns doch das nochmal. Sitze kann man drehen. Dann kann man natürlich den Tisch mit einem Handgriff in alle Richtungen verschieben, so wie man es möchte, sodass man hier wunderbar zu viert sitzen kann. Ja. Also das ist sehr angenehm, sehr bequem. Ja.
Man hat sehr viel Stauraum ringsrum. Was uns auch extremst gut gefallen hat, ist die Helligkeit in diesem Fahrzeug. Ja. Also selbst wenn es mal schlechtes Wetter ist oder so wie heute bewölkt ist, hinten ist immer noch hell. Richtig. Es ist nicht dunkel und man, also ja. Ich muss auch sagen, ich mit meinen 2 Meter, ich bin ja der lebende Maßstab, perfekt, weil bei Teilintegrierten ist es oft das Problem, die sind alle so mal 1,96 bis 2 Meter, aber keine vollen 2 Meter. Ich habe jetzt hier locker 2,5 Meter, glaube ich, Stehhöhe, stoßen irgendwo an, das ist wirklich angenehm. Ja, ich finde, man hat ein sehr, sehr schönes Raumgefühl, sehr gutes Raumgefühl. Ja. Also in dem Fahrzeug durch die Helligkeit, aber auch durch die Höhe hat man wirklich ein ganz tolles Gefühl. Ein bequemes, aber trotzdem schönes Raumgefühl. Es ist nicht so eng, es ist nicht so klein, obwohl er eigentlich gar nicht so groß ist. Aber innen wirkt er wesentlich größer, wie er scheint zu sein. Wie lang ist das Fahrzeug, in dem wir jetzt sind? 4 Meter. Hey, was machst du schon schlapp? Ich habe jetzt so viel gefilmt. Schauen wir doch mal, hallihallo, das kennen wir, das ist der berühmte Camper-Tobi-Gimbal-Effekt. Da mag es mal nicht mehr, aber ich schneide sowas nicht raus, das ist authentisch. Das ist perfekt. Das ist ja wieder da. Das Fahrzeug ist 7,40 Meter. 7,40 Meter? 7,40 Meter. Was haben wir da ungefähr in der Zuladung? Eine Zuladung haben wir ungefähr, ja, ich schätze jetzt einmal grob, wenn man es genau, 350 Kilo mit allem drum und dran. Du, wir haben im ersten Video, das wir natürlich oben nochmal verlinken, darüber gesprochen, dass die Mietfahrzeuge bei euch wirklich, darf ich das bayerische Wort, saugut ausgestattet? Ja, ja, saugut, darf ich sagen, bei uns. Also super gut. Genau, super ausgestattet sind. Bei uns ist alles drin, was der Kunde bedarf oder braucht fürs Camping. Bei uns ist ein Campingstuhl für so und so viele Personen, wie halt mitreisen dabei. Bei uns ist ein Campingtisch dabei. Bei uns ist die Küche voll ausgestattet mit Töpfen, Schüsseln, Besteck, mit Korkenzieher, mit Flaschenöffner. Genau, mit Küchenhelfern und das alles auch in einem schicken, guten Design, Qualität. Haben wir ja gesehen. Genau, von Kuziol, das haben wir alles drin und ein kleines Topset. Und den können wir auch, wenn man mal du darfst auch gerne mal in die Schubkästen reingucken. Genau, bei uns darf man auch in die Schubkästen schauen. Das ist schön, das ist gut. Ja, angefangen beim Elbein, das habe ich jetzt ganz kurz in der Nahaufnahme gezeigt. Das ist natürlich schon ein ordentliches Navigationssystem. Das sticht schon heraus aus dem Standard. Unbedingt, weil ich sage, auch der Kunde ist einen gewissen Anspruch gewöhnt und er möchte auch einen gewissen Anspruch haben. Und dem wollen wir auch gerecht werden, indem wir ein schönes Alpine-Navi mit Rückfahrkamera verbaut haben, damit er seinen Weg stets findet, wo er hin will, aber auch wieder zurück zu uns findet natürlich. Und vor allem sicher. Das schadet ja mal nicht, wenn ein Mietfahrzeug auch wieder zurückkommt. Ja, das sollte ganz gut sein. Ganz gut. Natürlich, aber wenn er es dann kauft, kann er auch gern auf Dauer damit rumfahren. Definitiv. Genau, und es geht auch um Sicherheit. Ja. Auch von den Rückfahrkameras finde ich immer ganz wichtig bei jedem Mietfahrzeug, weil die Kunden sind ja nicht immer tagtäglich gewöhnt, solche langen Fahrzeuge zu fahren. Ja. Mal einzuparken, mal zu gucken und da schadet es nicht, wenn eine Rückfahrkamera drin ist, weil es einfach vom Handling her ein bisschen einfacher ist. Ja, absolut. Ganz wichtig. Wir bieten natürlich auch den Kunden den relativ unsicheren Kunden an, dass wir ein paar Stunden, 2 Stunden, 3 Stunden mit ihm mal Probe fahren, damit er dementsprechend sich eingewöhnen kann an das Fahrzeug. Ruhe vermittelt und Ruhe so. Vermittelt, genau, dass wir ein paar Kniffs mit Ausholen, Ecken, Kurven einrangieren. Wenn der Kunde das möchte, kriegt er das. Hat natürlich preislich überhaupt keine Relevanz, sondern das ist einfach im Service dabei. Jeder Vermieter weiß das auch, das ist schon mal passiert. Der häufigste Schaden sind einfach die kleinen Stoßecken hinten links und rechts. Gerade bei Autos ab 7 Meter, da drehst du mal schnell ein, nimmst eine Steckdose mit, der holt halt schon aus, der hat schon... Natürlich hinten, der Achsüberstand ist natürlich gewaltig und da schert das Ding schon mal richtig aus. Also das ist so, wie ihr merkt, hier legt man Wert darauf, auf solche Geschichten. Absolut. Also fühlt euch da nicht unsicher. Ansonsten, wenn man da mal ein paar Kilometer gefahren ist, ist das alles easy peasy. So, ich gehe mal Richtung Küche. Ich gehe nach hinten und nehme euch mit. Oh, ich habe echt Saustall gemacht. Überhaupt kein Problem. Ich zeige dir die Schubkästen. Also hier, wie besprochen, dieses Topset mit einem Topfuntersetzer noch dazu. Ja, ist wichtig, weil liebe Gäste, liebe Camper, was auch mit den heißen Gegenständen, gerade wenn man jetzt Einsteiger ist, das ist halt nicht unbedingt die Arbeitsplatte von zu Hause, die wird zu schwer. Schüsseln. Geschirrtücher dabei. Ja, drei Geschirrtücher. Topföffner. Gemacht. Ja, das habe ich ordentlich gemacht, ne? Was definitiv nirgends fehlen darf, die Weinflaschen. Ja, für die gute Weinflasche. Weil das ist mir schon mal passiert und es gibt nichts Schlimmeres, wie nachts um 12 auf dem Stellplatz zu stehen mit einer Flasche Wein, die du nicht aufmachen kannst. Genau. Und dann hier oben halt unsere Mega Caravan Tasse und dann die entsprechenden Gläser dazu. Und dann gibt es hier noch die Erstversorgungsspülmittel, ist mit dabei.
Also es ist echt süß, es ist geschmackvoll, es passt auch dazu, man will es ein bisschen sehen lassen. Genau. Und da hinten sehe ich sogar noch die gute Kaffeemaschine. Den Kaffeeaufbereiter. Und wer den Kaffee dafür vergessen hat, den etwas grob oder gröber gemahlenen, den gibt es bei uns im Laden. Neben dem guten Cappuccino. Den genau, kann man diesen Kaffee bei uns mitnehmen. Sag mal, Leute, das nächste Mal genau. Bin ich bei euch, da bin ich mal kein Fahrzeug mehr kriege. Sehr schön, wir freuen uns. Mal gespannt. Von uns kriegst du eins. Ich komme. Also mit den Schränken fällt mir gerade auf, das hat man recht schön gemacht optisch, damit das Raumgefühl noch steigt und du unten wirklich Platz hast, um viel reinzulegen. Ja. Und nach oben verjüngend ist ja nicht schlimm. Nein, überhaupt nicht. Nach oben verjüngen finde ich sogar positiv, weil oben will ich eh nicht so in die Tiefe lagen, weil oben komme ich eh nicht so hin und somit ist es unten tief, sehr praktisch, oben verjüngend, Raumgefühl wird größer, ohne Ende. Absolut perfekt. Absolut perfekt. Jetzt würde ich sagen, tauschen wir mal kurz Platz, dann könnt ihr nach hinten und ich kann ab Kühlschrank mit euch weitermachen, weil wir müssen ja wieder aufpassen, Schwimmnudelabstand ist mein Wort. Genau, die Schwimmnudel. Immer laufe ich mal mit der Schwimmnudel durchs Video, ich weiß, Achso. Das passiert. So, Kühlschrank, bei dem bleiben wir mal stehen und hängen. Oben CP Plus, das ist jetzt Serie bei La Marca? Das ist Serie. Das ist Serie bei La Marca. Ja. CP Plus, meinen wir, liebe Einsteiger, die Ansteuerung der Trümmer 4 Kombi, die hier eingebaut ist zum Heizen. Genau, das ist absoluter Standard, genauso wie das Touch Control, wo man hier die ganzen Daten einstellt. Licht an, Licht aus. Licht an, Licht aus, Wasserpumpe an, Wasserpumpe aus. Wir haben hier auch eine Druckpumpe verbaut. Ja. Somit hat man einen anständigen Wasserdruck. Das ist wie zu Hause, wenn man hier mal aufdreht. Der sofort da ist. Der sofort da ist. Also nicht so, ich sage jetzt eine billige. Nein. Also, es gibt da tolle Tauchpumpen, Gottes Willen. Absolut. Und, aber trotz alledem natürlich dann dadurch möglich einen schönen, massiven Wasserhahn. Kein so ein Kunststoffwasserhahn, was auch ein bisschen Wertigkeit darstellt. Kühlschrank ist AES. AES. Also automatische Umschaltung. Jawohl. Jetzt läuft er auf Batterie, liebe Leute. Wenn das piepst, dann heißt es, der Motor läuft nicht. Ganz einfach. Also wenn ihr auf Batterie fahrt, dann geht natürlich jetzt nichts. Wenn ich auf Gas umstelle, zündet er auf Gas und wenn ihr am Strom hängt, drückt ihr hier den 230 Volt Stecker und dann läuft er über den Außenstrom. Gespannt sind wir schon. Jetzt wird er gleich wieder piepsen, weil er sagt, du musst mir ein Kabel geben, du musst mir Saft geben. Genau. Ohne Moos nichts los. Ja? Ohne Saft. Kein Gas. Kein Gefriergut und Kühlgut. Und kein Kühlgut. Kein kaltes Bier. Kein kaltes Bier. Was ich auch toll finde, ist ein schöner großer Kühlschrank, dass man wirklich was unterbringt. Gerade wenn man mal 2-3 Wochen unterwegs ist. Also das finde ich auch ganz praktisch in dem La Marca. Ihr macht es toll. Das ist super. Das ist jetzt wieder mein Lieblingsplatz. Ich erzähle immer jedem, dass ich am liebsten hier sitze. Das ist so mein Platz. Da kannst du immer wachen und gucken. Ja, da hat man immer einen zentralen Punkt. Ja, und hier. Absolut. Und schnell rein, schnell raus. Absolut. Und abends malen wir es dann im Beifahrersitz. Genau. Und man kann auch mal die Füße hochlegen. Servus aus Dinkelsbühl. Ich habe wenig Spiegel gesehen, da muss ich mir mal gleich hier. Naja. So, LED-Lichter wirklich schön gemacht, schön angepasst. Dachluke über der Küche. Selbstverständlich haben wir da Steckdosen und auch noch ein 3-Flammen-Kochfeld. Und eine Tür. Bei Autos über 7 Meter ist es natürlich immer schön. Kann man zumachen, genau. Die man zumacht, die auch sehr schön lärmdämmend ist. Also man trennt hier wirklich, wenn hier der Mann mal richtig heftig schnarcht, dann kann die Frau von lesen. Meistens der Mann eigentlich, gell? Meistens, sagt man so. Es gibt aber auch Frauen, die schnarchen. Ja, wir müssen aufpassen mit MW und Transgender. Also das ist heutzutage diverse. Ja, wobei, ich höre nie, dass ich schnarche. Also. Nee. Da schläft einer schon vorher. Wir probieren es jetzt mal aus, bitte einmal schnarchen. Und ihr habt das Mikro, das ist schlecht. Ja, das stimmt. Das ist eher schlecht. Also den Beweis führen wir das nächste Mal nochmal durch. Versuchen wir nochmal. Nicht vergessen immer, ich suche es gerade hier, wieder verriegeln. Vorfahrtantritt verriegeln, sonst fliegt euch die Tür um die Ecke. Die bringt euch um die Ecke. Nein, die bringt euch nicht um die Ecke, sondern knallt halt. Die knallt, genau. Was ich auch schön finde, ist hier das geräumige Bad. Man hat hier viel Platz, die Dusche extra. Hier zu deiner Rechten, jetzt zu meiner Linken. Mal durchs Bad. Genau. Solbio, sehen wir da hinten schon? Ja. Absolut. So sind da alle unsere Mietfahrzeuge ausgestattet. Ein Riesenspiegel ist da drin. Ja, wow. Ist echt schick. Und die Lamellentür geht wie Butter. Das ist schön zu hören. Das ist da, also wirklich, das ist wirklich ganz einfach, ganz leicht, ohne Ratter. Ja. Also, und das finde ich ganz wichtig, weil man kennt das ja auch noch von anderen. Was ich auch betonen möchte bei der Lamellentür, beim Fahren, sie knatzt nicht.
Weil oft haben die Lamellentüren ja sehr viel Spiel und dann knatzen die so beim Fahren. Die Tür hört man so gut wie gar nicht beim Fahren. Also Argument jedes Testers einhören. Ja, das ist nichts, da das ist nichts. Also ist wirklich sehr angenehm. Lichtschalter, Steckdose da oben, machen wir nochmal an. Genau. Sehen wir das nochmal. Ja, das ist wirklich geräumig. Auch mit den großen, langen, mit den großen Füßen und den langen Beinen kann man hier sitzen. Kann man sitzen und zumachen. Absolut. Ja. Genau. Aber während der Fahrt natürlich auch hier bitte zumachen. Sonst ganz klar. Bei der ersten Bremsung, beziehungsweise beim ersten Burnout, Wheelie oder sonst was man da noch macht damit. Genau. So. Bei der ersten Flucht. Hier ist die Duschkabine. Ich habe früher immer gesagt, der Reisemobil ist ein Fluchtfahrzeug. Da hat man aber noch kein Corona. Mittlerweile ist es ein Fluchtfahrzeug, das man vor zu Hause wegfahren kann. Das stimmt. Und sich irgendwo schön hier, also in Anführungszeichen. Ja, und hier kann man sich ja wohlfühlen wie zu Hause. Genau, Riesendusche. Genau. Was mir an der Dusche besonders gefällt, dass sie weiter unten ist, somit dieses Wasser nicht austreten kann und sich im Wohnbereich verteilt. Ja. Man hat auch die Möglichkeit, sich mal hinzusetzen, die Kinder hinzusetzen und zu waschen. Das hat man auch nicht überall. Der Radkasten kann auch von Vorteil sein. Und sie ist auch sehr schön von den Armaturen her und von diesen Regalen zum Putzen sehr gut geeignet. Und auch mal eine Ablage, wo man auch sein Duschgel hinstellen kann. Genau. Das fehlt wirklich in vielen. Ja. Wie es fällt dir mal runter. Ja. Wie die Seife fällt dir mal runter. Ja. Also das hat man echt. Dann ist Zappenduster. Echt. Dann hat man in der Dusche ja echt das Problem. Das also, da kriegen wir jetzt wieder viele Kommentare. Spaß muss sein. Auf alle Fälle schick und praktisch umgesetzt. Das hast du sehr schön erklärt. Okay. Sehr schön. So. So, ja, dann haben wir hier das tolle Bett. Ja, auch toll, dass hier unter dem Bett Schubkasten sind, wo man Socken, Unterwäsche gut bequem rankommt, gut verstaut ist, mit Softeinzug, also wirklich qualitativ. Kann man nicht meckern. Dann hier zu meiner anderen Seite habe ich einen kleinen Kleiderschrank mit Kleiderstange, wo ich die Hängesachen unten unterbringen kann. Und Durchgang zur Garage. Wenn man das und noch gleichzeitig macht. Durchgang zur Garage, genau. Ja, ist vielleicht auch mal wichtig, weil es gibt ja einige, die bauen sich ja die Garagen um für den Hund. Genau, oder wie auch immer. Ja, je nachdem. Du hast wirklich mal in Sauwetter, könnte man vielleicht sogar mal durch und hinten was rausholen, ohne nach außen zu müssen. Kinder krabbeln dann durch. Genau, genau. Dann haben wir hier nochmal zwei große Stauklappen, wo man die ganzen Schuhe unterbringen kann oder was auch immer. Genau, unter den Stufen. Unter den Stufen, genau. Auch die Lichtschalter sind immer gut platziert, ich erwähne das immer mit. Ja, dass sie gut zu erreichen sind, damit man überall gut hinkommt, das ist auch immer ganz wichtig. Natürlich kann man hier auch ein großes Bett draus machen, indem man einfach das ausziehen und die Matratze hier nach vorne holen. Genau, also sowohl das Bett als sich selbst kann man hier ausziehen. Jawohl, selbstverständlich. Dann haben wir hier nur eine Leiter, wo wir dementsprechend einhängen können, damit wir auch hier hochkommen, wenn wir das Bett so gestalten. Also hier gibt es zig Möglichkeiten. Auch schöne wertige Matratzen, so absolut, wie ich das den Anschein hat. Und sie sind auch, scheinen auch sehr bequem zu sein, aber auch das Feedback haben wir bekommen, es lässt sich echt gut drauf schlafen. Ja. Ist ja auch ein toller Lattenrost drunter, auch das ist ja, wo dementsprechend federt, ist auch immer oft was wert, nicht einfach nur ein Brett. Kannst du das sogar noch anheben und von oben bestücken? Nein, kann man nicht. Siehst du? Bei den Schubkisten kommst du tatsächlich von oben hin. Man hat das also auch schon eingeführt, da kam man früher nicht drauf. Manche Sachen, die brauchen ungefähr 300 Jahre in der Caravan-Branche, bis man es gelernt hat. Aber mittlerweile auch hier, wir reden ja jetzt hier nicht von einem 5-Stern-Fahrzeug. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich ordne das so ein bisschen nach Hotelsternen ein. Wir sind jetzt in der schönen 3-4-Stern-Kategorie zu Hause. Genau. Deswegen auch der Preis. Was kostet das Auto so mal so marum, wie er da steht mit eurem ganzen Equipment? So wie er da steht, 57.777 Euro. Ja, also muss man mal sagen. Ja, also trotzdem bis ins Detail gedacht. Genau. Ja. So schön wollte ich die Marke jetzt gar nicht tun, aber ich bin heute Schaufenster. Das ist doch super, gell? Und auch hier wieder extrem viel Staufläche für Wäsche, für Bekleidung. Ja, hinten zwei große Schenke, dann hier ein bisschen offene Regale, wenn man designerisch ein bisschen irgendwas verdrängen will zum Dekorieren. Auch das ist machbar, schöne Vorhänge dran. Auch da hinten nur zwei Leselampen drin, klar. Ja. Fernsehvorbereitung ist auch schon hier. Also ihr gebt dann gegebenenfalls noch Bücher mit, aber ein Fernseher heutzutage mit Streaming und so weiter. Wir geben noch Bücher mit, wir haben noch ein Tauschregal im Laden stehen. Ich habe es gesehen, das ist total süß. Und für die, die bei uns ein Wohnmobil mieten und vielleicht das Buch vergessen haben, die dürfen sich selbstverständlich eins so mitnehmen. Schön. Und für alle anderen, es gibt ja viele, die Bücher daheim haben und nicht wissen, was sie machen sollen, bring ein Buch und nimm ein anderes dafür bei uns mit. So ist das. So machen wir das. Sehr lieb, da merkt man das.
Perfekt. Liebe zum Detail. Ja, schön gemacht. Absolut. Sind wir Ende nochmal eigentlich so schön durch. Aber in die Garage müssen wir noch gucken. Das dürfen wir auf keinen Fall. Schauen wir uns noch an. Jawohl. Eine runde Sache. Kann man jetzt wirklich sagen. Also ich habe es auf der Messe, das ist halt in dem ganzen Schwabbel, hast du gar nicht mehr die Augen oder das Ohr dafür, dass du dir das wirklich im Detail anschaust. Aber ja, ist schon ein Wurf. Also man muss sagen, es ist ein gelungenes Wohnmobil. Also ja. Rundum, es ist designerisch schön. Es sind ein paar Kleinigkeiten, wo extrem darauf geachtet waren. Was ich toll finde, zum Beispiel auch den bezogenen Griff, weil es einfach geschmeidiger ist. Ja. Wie wenn ihr ein Stück Metall fasst, hier ein bisschen so Alcantara Haptik drum. Die Haptik macht viel aus. Alcantara. Genau. Was jetzt vielleicht ein bisschen unterging in der Dusche, haben wir auch noch eine Beleuchtung oben drin. Auch eine farbige Beleuchtung, damit man besser wirkt, wenn man sich selber sieht. Natürlich es wirkt man nicht ganz so käsig. Vielleicht, wenn man noch nicht so gebräunt ist. Es sind schon ein paar Details da, die schon sehr, sehr toll sind. Auch hier hinten die Rückwand mit Leder bezogen. Viele fahren ja auch nach Skandinavien, wenn Urlaub, wo kein Sonne scheint. Genau. Und man nicht braun wird. Übrigens, ich muss jetzt noch was sagen, weil ich schaue euch beide jetzt nochmal an. Du kennst das, ich habe dir das erzählt. Ich bin immer auf der Jagd nach Dialekten, weil ich begeistert bin. Ja, ich habe schon gemerkt. Von der Region und so weiter. Und ich habe mit Sascha von Wir sind Camper auf der Messe eben letztes Jahr ein nettes Erlebnis gehabt. Und wie schön man Alcantara sagen kann. Alcantara. Es gibt nichts Schöneres, wie wenn ein Sachse das Wort Alcantara sagt. Das ist bei mir, und wir haben das ausgemacht, sobald das Wort Alcantara in einem Video fällt, muss ich Alcantara sagen. Alcantara. Ne? No? Also, ist auch unsere Begrüßung mittlerweile. Alcantara. Also, das war jetzt nicht rassistisch. Alles gut, alles gut. Nein, alles gut. Jetzt wissen die Zuschauer, dass ich aus dem Osten komme, hätten wir das auch geklärt. Ihr könnt das aber alles rausbiegen oder rausschneiden. Das Video heute nö, macht das ruhig. Aber wir sind halt authentisch und ich glaube, das ist auch der Charakter, den ihr erfüllt. Ja, das sind wir auch. Und wenn ich peinlich werde, einfach sagen, jetzt, alles gut. Jetzt haben wir es geregelt. Außen ist der Gaskasten, da filmen wir nochmal kurz drüber. Jawohl. Hier ist jetzt der Durchgang, den haben wir von der hier ist der Durchgang, genau, zum Kleiderschrank. Ja. Wo man auch hier rein kann. Der Car-Dog, der Andi Schlitter, schönen Gruß, der wird sich freuen. Das Auto eignet sich perfekt für Hundebesitzer. Ja, absolut. Absolut. Für Hundebesitzer ist perfekt, genau. Ja. Hier unsere Ausstattung natürlich, Auffahrkeile, Kabel, Trommel, Wasserschlauch, sowie Campingstühle und Campingtisch. Auch jetzt nicht so die Open-Air-Falt-Hocker-Modell, ich sink im Schlamm ein, sondern hier was Gescheites an Bord. Also ja. Das hat ja auch alles... Ja. Schick halt. Schick, nicht nur schick, sondern auch... Wohlfühl schick. Eben, also haben wir das einfach. Das ist wichtig. Auch die Bodenplatte hier, ich liebe es, Riffelblech ist einfach das Sinnvollste. Ja, man kann es leicht putzen, man kann es rauskehren. Es ist hochgeschlossen, also es läuft nichts in die Kanten, falls mal was ausläuft. Und es ist nicht jeden Kratzer. Dicht und sieht nicht jeden Kratzer, ganz genau. Das bringt es halt mit sich. Gell? Absolut, also man kann hier sauber Fahrräder verzurren da drin, gleich die Verzurrstange mit drin. Also... Rundum toll. Bei den Mietversionen habt ihr jetzt keinen Fahrradträger, weil ich sage immer, eins der schönste Fahrradträger, gerade bei Teilintegrierten und Vollintegrierten, ist der, der nicht am Fahrzeug ist. Richtig. Also die meisten kaufen von die Heckgarage schon so, dass man jetzt nicht so ein Heck anbauen muss. Das ist schade. Das ist schade ums Heck. Das ist schade ums Heck. Absolut. Der Marker hat sich da wirklich fett verewigt da hinten drauf und ihr habt gleich mitgemacht. Ja. Wir haben gleich mitgemacht. So muss das sein. Das können gleich. Wir auch. Werbung. Weil das ist mal ein Riesen-L. Ja, absolut. Also wow, das ist eines der größten L's, die ich je gesehen habe. Aber es ist schön, es ist stimmig gemacht, auch vom Design her. Ja, das stimmt. Ich finde auch toll die LED-Lichter, die Bremslichter, Blinker in LED-Form, schön dezent gehalten. Also finde ich auch optisch sehr passend. Ich bin ja gerade hinterhergefahren, es funktioniert alles wunderbar. Ja, super. Das ist schön. Ich bin jetzt gleich in den Brennnesseln hier. Aber ich habe den langen Arm, damit ich die ganze Seite reinbringe vom La Marca 74 Mobility. Hier haben wir jetzt dann auch nochmal den Gaskasten. Ich komme. Moment. So. Wenn ihr wisst, wo ich jetzt gerade rumlaufe. Also der YouTuber zu sein ist nicht immer. Ja man muss geländetauglich sein. Das ist eine Versicherung dafür. Ja, aber absolut. Das muss man direkt herzeigen, was man hier für Mühen auf sich nimmt. So. 2x11 hintereinander, alles gut. 2x11 hintereinander, ja. Ja, ist schön zugänglich. Das ist halt normal. Ja, mehr gibt es nicht hier. Ihr habt eine Truma Monokontrolle, ist das nur ein Druckschlauch? Das ist eine Monokontrolle CS drin. Ja, wunderbar. Ja, das ist eine Monokontrolle. Also dürft ihr, liebe Mietkunden, auch hier im Sommer den Kühlschrank befeuern oder im Winter die Heizung mitlaufen lassen während der Fahrt, falls während es notwendig der Fahrt. Ist. Genau. Das habt ihr falsch gemacht. Dankeschön.
Auch das übrigens ist serienmäßig bei La Marca. Ja? Mhm. Ist kein Aufpreis. Ja, muss man dazu sagen. Auch Rahmenfenster. Jawohl. Nichts Vorgehängtes. Nein. Hier ist der Thoma-Auspuff, wie ich einfach immer menschenverständlich sage. Was ich ja ganz toll finde, sind designerisch diese Steckdosen bzw. der Wasseranschluss. Ja. Das sind schöne Dosen, leicht zu handeln, haben sich gut ins Design eingefügt, wo ich ganz toll finde. Na, es ist eine hübsche Erscheinung. Das ist eine absolut hübsche Erscheinung, das Fahrzeug. Ich finde es auch schön, dass man die Schürzen jetzt mal ein bisschen anders gestaltet hat, dass die von unten nach oben rauskommen. Ja. Weil normal ist es halt, einer schaut aus wie der andere. Ja. Also wenn da jetzt dann nicht ein riesen L drauf hätte oder so, würdest du ihn gar nicht unterscheiden. Aber so eine eigenständige Geschichte. Ja. Ist das cool, wir haben einen blauen Himmel mit Wölkchen im Hintergrund. Jetzt die Sonne blitzt jetzt auch langsam. Schnee im Hintergrund. Das ist eigentlich hier komplettes Kämpfertreffen. Ja. Kämpfertreffen? Kämpfertreffen. Ich kämpfe mich durchs Unkraut, durch die Brennnesseln. Super, Mika Caravan, mika-caravan.de. Die zwei lieben Leute stehen euch Rede und Antwort. Oh, Ladies first, warte mal. Jetzt einmal. Und der ist genauso nett, ihr beide. Genau. Und in der Videobeschreibung alle Daten, meldet euch, wird uns narrisch freuen. Echt ein geiles Team, das man mit einem Besuch und weiterem unterstützen sollte. Kann ich jetzt mal wirklich den Hut, nee, mach jetzt, obwohl ich war beim Friseur hier. Also, schön war's bei euch. Dankeschön. Ich hoffe, ich war nicht zu blöd und zu frech. Wie immer. Wie immer lieb. Also die sind in Ordnung, aber gut, dass ich hinter der Kamera bin. Nein, du bist auch lieb. Ciao. Ich liebe euch alle. Servus, ihr lieben Camper, bleibt gesund, bleibt auseinander noch ein bisschen. Also ihr seid verheiratet, dann schadet ein bisschen Nähe nicht. Tschüss! Ciao! Servus! Tschüss! Ist immer noch nicht aus, nochmal lächeln!